So, da bin ich wieder. So, dann müssen wir auch gleich mal fortsetzen. So, dann machen wir mal was. Ja, einsammeln. Das Rettung kriegt man überhaupt nicht mal los hier. Ach, mit dem Rüsten leider zu kämpfen noch. Gut, so, haben wir erstmal hier eingesammelt. Die Kiste. So, dann da drauf. Das bauen wir jetzt hier. Aha. Ne, alles hier einsammeln noch. So. Okay, ach, muss ich auch gleich mit Grünen drehen. Genau. Was ich jetzt noch mit drehe, kann. Huch! Ah! Was soll ich jetzt aufgemacht? Lichtscheiner, aber keine Ahnung, was das beheißt. Aber egal. Okay, jetzt geht es hier lang. So. Jawohl. Ah. Ja, komm. So. Ja, brauchen wir also noch was. So, dann gehen wir mal schnell mal nochmal rüber, nochmal zurück. Auf jeden Fall ich jetzt hier nicht runter. So, dann hier drüber. Da rückwärts zu laufen, da sieht man leider die Dings nicht. So. Okay, dann hier rüber. Dann hier. Ah! Ja, wie gesagt. Gut, hätte ich etwas schräger gehen müssen. Gut, dann hier rüber. Und dann können wir jetzt hier entzünden. So, und dann kommt das nächste Rätsel. Okay, so viel gesehen haben wir. Der, der, der und der. Jawohl, und wir haben eine Kiste. Unsere vierte. In diesem Level. Und weiter geht's. Beeindruckend hast, nicht? Wahnsinn. Und da haben wir. Oh, wir haben es tatsächlich geschafft. Wir sind Abenteurer geworden, noch in unserem letzten Level. Okay. So. Okay. So. Ah, das müssen wir da dran setzen. Okay. So, wir machen aber erstmal alles auf, weil ich erstmal gucken muss. Nach den Kelchen gucken muss. So, dann machen wir hier das Rätsel noch. Okay, das ist das, das, das und das. Okay. Dann haben wir hier noch Kelche. Ah, ich glaube, ich sehe schon, oder? Weiß ich noch nicht. Okay, dann müssen wir was hier. Ah! Ja! Yeah! So,
Schnell umschalten, so. Gut. Komm mal hier. Ach ja, geht's nicht weiter? Okay. Also haben wir jetzt hier. Dann haben wir hier. Und wir haben hier hinten. Aber hier kann ich mich nicht vorstellen. Ich glaube eher, dass es hier was zu tun hat. So. Ich benutze den. Halt. Dann auch den Punkt einsammeln. Okay. So. Ich möchte gerade wissen, wenn es da verkehrt ist. So. Und ist es da richtig hier? Jawohl, und das war der Kreuzstempel, Level abgeschlossen, Spiel freigeschaltet. Jetzt bekommen wir noch Abenteurer. Wir haben zwar nicht alle Abenteurer geschafft in den in unserem Spiel, in den Let's Play. Gut, da kriegen wir noch jede Menge Steine. Na, jawohl. Gut, dann kriegen wir die restlichen Artefakte noch. Und damit beenden wir die Story, denn wir haben auch den Film 3 zu Ende gespielt. So, jetzt geht's zurück. Jawohl, das war Lego Indiana Jones, die legendären Abenteuer. Jetzt gibt's, da es der letzte Film war, beziehungsweise der dritte Film, gibt's auch die kompletten Credits, im Gegensatz zu den letzten. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Und ich hoffe, wir sehen uns da irgendwann in einem Let's Play wieder. Es wird noch zu diesem Let's Play wird es noch Spezialmissionen, Videos geben sozusagen. Unter anderem wollen wir ja noch Luke Skywalker befreien, was die einzelnen Dings betrifft, die extra Levels, die es ja im Spiel noch gibt, und zwar in der nach in der Universität. Das weiß ich noch nicht, ob ich die spiele. Das liegt aber auch an euch. Bis jetzt hat ja noch keiner was gesagt oder geschrieben, ob ja, es ist geschrieben, kein Kommentar geschrieben, dass er es sehen möchte. Ich hoffe, das ändert sich dann irgendwann mal. Dass ihr auch mal schreibt, wie es euch gefallen hat. Ob ihr gerne mal ja, sowas sehen wollt. Vor allen Dingen, was ihr sehen möchtet, würde mich gerne interessieren, wofür ihr Interesse habt. Welches Spiel von mir mein Let's Play werden soll. Tja. Ich hoffe, ihr freut euch noch auch an die anderen Let's Plays, die beim Jahr momentan laufen. Ist ja nicht nur dieses Jahr.
Und wenn dann würde ich eigentlich noch ganz neu starten, bevor die anderen nicht abgeschlossen sind. Aber wenn du später guckst, ja, diese Folge, dann hat sich das schon ein bisschen besser eingependelt wieder. Weil ich finde, es drei Let's Plays sind einfach in der Zusammensetzung, die ich momentan habe, ist ein bisschen zu viel. Wir haben noch April 2013 und da laufen drei Let's Plays, jeden Tag ein anderes. Und ab dem vierten Tag wiederholt sich das von vorne. Es ist ein bisschen zu viel, auch die Abstände sind zu groß und möchte dieses dann, wie gesagt, ändern. Ich habe schon ein oder zwei Let's Plays in Aussicht, beziehungsweise habe ich auch schon ein bisschen von neu angenommen, auf oder aufgenommen. Tja, was soll ich zu diesem Spiel ja sagen? Trotz bisschen Flucherei oder sonstiges, aber es ist eigentlich gut hingekriegt oder bis zum Ende gespielt. Und das ist die Hauptsache. So, wenn haben wir jetzt hier alles hier noch stehen, die Produktionssupportleitung, Level-Beziehung und so weiter und so fort. Die Jungs vom LucasArts, es wurde ja von Disney aufgekauft und jetzt nicht nur etwa nach 3 Monaten oder so, oder nach einem Jahr, haben sie LucasArts geschlossen. Außerdem Treasure Tales Games, die das Spiel entwickelt haben. LucasArts hat ja die Lizenz ja für Indiana Jones gehabt. Inzwischen sind ja 4 Filme draußen. Wir haben ja Lego Indiana Jones gespielt, die legendären Abenteuer. Da sind es nur die drei. Es gibt auch noch ein zweites Lego Indiana Jones Spiel, aber das werde ich nicht let's playen, beziehungsweise noch nicht. So, hier haben wir die Lucas Licensing. Dank davon die Indiana Jones Musik, von wem es komponiert ist. Leider musste ich die ja während des Let's Plays ausstellen. So, das waren die Credits. Wir haben im ganzen Spiel 64,4% erreicht. So. Jawohl. Ja, das bekannte Treasure Logo nochmal, wie es gerade aufgebaut wird aus Lego-Steinen. Jawohl, Traveler Styles. So. Und da befinden wir uns schon in der Universität. Und wie immer. Na komm, er lädt ein bisschen schneller. Jawohl, und da befinden wir uns in der Hauptteiler. Und damit haben wir auch alle drei Spiele abgeschlossen. 4 Abenteurer fehlen uns noch. Wir haben aber keine Kiste sammeln können, keine Briefe. So. Das, was ich gemeint habe, das befindet sich hier oben. So, hier kann man nochmal alles sehen. Da werden wir noch nicht alle Kisten zusammen haben. Ist auch klar, wie die hier. Kann das sein? Ne, 6 von 10. Ach, ja, den Elefanten, den haben wir schon zusammen als Artefakt. Bankgold-Reliquie. Kann man hier ein bisschen drehen, kann man sich anschauen. Okay. Hier befindet sich dann die Geheimlevels oder Extra-Levels, die man dadurch freispielt. Pro Film ein Geheimlevel, muss man aber sämtliche Kisten gesammelt haben im Spiel, dass man das dann aufmachen kann. Okay, ich mache jetzt Folgendes. Da wir das nächste Video ein speziell schon das Spezialvideo ist danach. So, werde ich jetzt hier nämlich hier noch den einen oder anderen kaufen. Wie gesagt, hier sind sogar noch zwei gesperrt. Da können wir jetzt unsere ganzen Rüstung ein bisschen einkaufen. So, Moment. Wo sind wir? Wo sind wir? Moment. Da. So, britischer Offizier, britischer Kommandant, britischer Soldat, feindlicher Diener, feindlicher Funker, so, Kreuzritter,
Walter Donovan. Er soll in der Wüste, er kann Sim in der Wüste, feindlicher Pilot, Oberst Vogel, der ist als Offizier. Nochmal so ja in Berlin gesehen. Kreuzritter. Die anderen vier oder fünf, da lasse ich ja noch zu. Die können wir ein andermal, mal, nächstes Mal vielleicht kaufen, mal sehen. Oh, Moment, Oberst Vogel nehme ich noch. Feindlichen Piloten, so. Und die drei lassen wir zu. So, dann speichert nämlich das Spiel ab. So. Und mit diesem Boot möchte ich mich von euch verabschieden. Im Hintergrund seht ihr nochmal die drei Filme. Und ich hoffe, ihr schaltet wieder ein bei einem anderen Let's Play. Wie schon gesagt, schreibt einfach, ob ihr noch was ihr also gerne sehen möchtet. Ein anderes, naja, wie gesagt, ein anderes Spiel oder was weiß ich. Ja, wie gesagt, wird es nochmal den speziellen Folge geben. Und wir werden dann Luke Skywalker befreien. Und damit verabschiede ich mich. Tschüss. Bis zum nächsten Mal, beziehungsweise sehen wir uns in einem anderen Video.